Szene geht es darum, dass also Leverchan ein Pergament vom König bekommt, in dem drin steht, eben, dass er Dertrio holen wird. Dertrio möchte, dass Nisi mit ihr flieht, doch er ist sich noch nicht so sicher. Der Stier will mich dem Bullen überlassen. Und der wird sich sein Kälbchen schon bald holen. Was soll ich nur tun? Eigentlich hätte es Dertrio gern, dass Leverchan mit ihr kommt. Doch das ist nicht möglich, weil sonst Leverchan sie verraten würde. Heute stehen die Zeichen ziemlich gut und was wir bisher schon gemacht haben, ist auch ziemlich gut geworden. Von daher sind wir heute mal richtig optimistisch zum Abschluss. Und ja, jetzt hoffen wir, dass die letzte Einstellung auch noch funktioniert. Okay, also wir drehen hier als nächstes die nächste Szene. Und zwar geht es darum, dass Noisy gerade von Dertrio zurückkommt. Und zwar möchte sie, dass er sie aus der Gewalt des Königs befreit. Ich versuche hier ein Feuer zu machen. Wir hoffen mal, dass es klappt. Und wir sind halt relativ nass, das Holz. Und sie ziemlich rauchen. Aber gut, gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Ich zeige euch jetzt mal, wo wir so wohnen oder wo wir uns hauptsächlich aufhalten, die Gusnecht-Söhne. Und zwar hier. Kommt man rein. Und dann, naja, jetzt hier. Das ist so unser Unterschlupf, also gegen Regen und Witterungsverhältnis ein bisschen geschützt. Hier ist die Feuerstelle, wo man dann Sachen brät und Sachen kocht und so. Und wir haben hier natürlich auch einen super Ausblick. Also wir sehen auch, wenn hier irgendwas sich wenn hier irgendwas abläuft, wovon wir vielleicht wissen sollten, haben wir alles gut im Blick und trotzdem ist es etwas geschützt. 3-11-4-1. Was ist los? Dertrio möchte, dass ich sie aus der Gewalt des Königs befreie und mit ihr aus Emuinmacha fliehe. Du weißt, dass das nicht gut gehen kann. Anli hat recht. Aber wenn es dein Wille ist, dann wollen wir dir helfen und dir zur Seite stehen.